Unsere Erde aus dem Weltall betrachtet. Die Oberfläche des blauen Planeten ist zu gut 70% mit Wasser bedeckt. Aber was ist das eigentlich? Wasser. Nun, wenn von Wasser die Rede ist, dann denkt man zum Beispiel an die glucksende, rauschende und manchmal schäumende Flüssigkeit in einem Bach. Glasklar, Geschmack und geruchlos. Wasser. Ebenso unscheinbar wie lebenswichtig. Mit einem Wort, erstaunlich. Es gibt zu Wasser noch einiges Erstaunliches mehr zu berichten. Und das wollen wir uns mit den Filmen dieser DVD genauer anschauen. Bislang kennt ihr die kleinsten Wasserteilchen als blaue Kugeln. Wenn man einem solchen Wasserteilchen ganz nahe rückt, dann sieht man noch mehr Details. Einige von euch wissen vielleicht schon, dass Wasser kein Element ist, sondern eine Verbindung aus zwei anderen Elementen. Wasserstoff und Sauerstoff. Mit diesem genaueren Wassermodell können wir uns jetzt das besondere Verhalten des Wassers besser erklären. In dem Glas hier herrschen, sagen wir, 10 Grad. Wenn die Temperatur sinkt, dann rücken die Wasserteilchen näher zusammen, weil ihre Bewegung geringer wird. Bei 4 Grad ist der engste Verbund erreicht. Dichter zusammen geht für die Wasserteilchen nicht. Um zu verstehen, was es mit dieser Oberflächenspannung auf sich hat, müssen wir uns ein Wassermolekül genauer anschauen. Wasser besteht ja aus 2 Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Beide Wasserstoffatome bilden mit dem Sauerstoffatom jeweils eine Elektronenpaarbindung aus, auch Atombindung genannt. Das heißt, jeder Wasserstoff teilt sich je 2 Bindungselektronen mit dem Sauerstoff. Diese Bindungselektronen sind innerhalb des Wassermoleküls nicht gleichmäßig verteilt. Das Sauerstoffatom zieht die Bindungselektronen stärker an und ist dadurch partiell negativ geladen. Die Wasserstoffatome haben einen teilweisen Elektronenmangel und sind daher partiell positiv geladen. Das hätten wir also geklärt. Wasser leitet Strom. Bleibt die Frage, wie und warum? Also sehen wir uns einige Details zur elektrischen Leitfähigkeit von Wasser an. Wenn man Kochsalz, also Natriumchlorid, ins Wasser gibt, dann leuchtet die Glühbirne viel stärker als vorher. Salzwasser leitet also deutlich besser als Leitungswasser. Der Schluss liegt nahe, das muss wohl am Salz im Wasser liegen. Ja.